Manchmal fühlen sich Menschen in ihrem Leben verlassen und vergessen und daher ungeschützt. Manchmal ist das Gefühl, diese Gedanken, die das auslösen, so stark in ihnen, dass sie selbst körperliche Schmerzen empfinden und Krankheiten sich breitmachen können. Versagensängste, mangelndes Selbstvertrauen, Sorgen, Befürchtungen, Unruhe sind alles Begleiter dieser Festlegung, dass man verlassen und vergessen ist. Manchmal hat das damit zu tun, dass das wirklich real in der Kindheit oder wann auch immer mit Menschen so erlebt wurde. Das Erlebnis wurde abgespeichert und immer wieder entsteht dadurch dieser innere Dialog, dass man ja verlassen und vergessen ist und dass man deshalb niemandem vertrauen kann. Das Problem liegt darin, dass diese Menschen das Gleiche auf Gott übertragen. Sie denken, auch Gott hat sie vergessen und verlassen. Sie vertrauen Gott nicht in ihrem Alltag, in den Situationen, in denen sie stehen, und sie sagen auch, Gott hat mich verlassen. In Jesaja lesen wir von einer Situation, wo Zion sagt, verlassen und vergessen hat mich der Herr. Wenn das dein Gefühl ist, dann möchte ich dir einfach diesen Tipp geben, diese Gedanken zu erneuern mit dem Wort Gottes, durch das Wort Gottes, diese negativen Gedanken und Festlegungen auszuwaschen, quasi in ein erneuertes Denken hineinzukommen, in diesen Prozess einzusteigen, negative Gedanken abzustoppen und neues Wort Gottes, Erneuerung der Gedanken einfach einzusetzen und mit dem Wort Gottes in eine Neuheit des Glaubens zu kommen, in neues Vertrauen zu kommen. Jesaja schreibt hier, und das ist die Verheißung für dich, wenn du in dieser Situation bist. Das ist die Verheißung, die du nehmen kannst. Schreib dir das Wort auf und trage es bei dir, wenn du in diesem Bereich Probleme hast. Du wirst sehen, dass es sich verändern wird bei dir durch das Wort Gottes. Wir lesen dort: Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollte selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind beständig vor mir. Wenn du dieses Wort im Glauben aufnimmst, im Glauben in dein Herz nimmst, wirst du feststellen, der Herr ist treu, der Herr ist verlässlich, der Herr wird dich nicht vergessen und er wird dich nicht verlassen. Das ist das Zeugnis der Schrift. Ich wünsche dir, dass du dich einlässt auf diesen Prozess der Erneuerung der Gedanken und dass du siegreich durch diese Situationen, die dich bedrängen, durchgehen wirst. Ich wünsche dir, dass du erlebst, Gott hat mehr für mich.